Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von The Forest, Folge 3 mittlerweile. Und erstmal ein fettes Dankeschön an den lieben Pascal, der hat mir da einen fetten Text geschrieben, von ganz vielen Tipps, bla bla bla, was man alles so wo finden kann und ein paar andere Tipps noch, könnt ihr euch wie gesagt durchlesen in der ersten Folge, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber ich habe es mir auf jeden Fall durchgelesen, sind wirklich sehr hilfreiche Tipps dabei. Immer noch gerne gesehen sind natürlich weitere Tipps, was wir schlecht machen, was wir gut machen, was auch immer, könnt ihr auch reinschreiben und wie wir es natürlich besser machen können. Wir suchen heute in der heutigen Folge endlich jetzt mal diesen schönen Ort, denn es ist ja tatsächlich so, dass man Schaden kriegt bei diesen kleinen Teichen da, aber dass das wirklich normal ist, also dass das nichts Schlimmes ist und dass das Wasser wirklich nicht vergiftet ist oder so, das ist alles normal. Deswegen müssen wir jetzt so ein Ding nochmal suchen und dann halt eben dort uns ein kleines Zuhause aufbauen. Und weil du gerade sagst, schon wieder, ich kann hier mal kurz aus einem Lenden. What? Ich wurde voll hochgeschleudert. Bist du tot? Nee, aber fast. Hast du es gesehen? So. Gut, ich würde sagen, dass jetzt schon ein bisschen dunkel wird, sollten wir... Ich glaube, wir müssen eher schnell losgehen, bevor es... Sollten wir schnell los? Okay, komm, dann gehen wir schnell. Denke ich schon. Ich muss kurz Karte finden. Okay, lass einfach mal hier lang, weil ich habe, glaube ich, einen guten Ort. Oder? Wie gesagt, wie schon Mike gesagt hat, ist es jetzt egal mit den Seen. Wir dachten ja am Anfang, das wäre nur so ein Sumpfding. Und ja! ja, wir dachten, es ist so ein komischer, vergifteter Teich, Sumpf, was auch immer. Aber es ist alles normal, also wir müssen irgendwas finden. Muss mal gucken, dass ich... ich kann nicht mehr dann, by the way. Ach ja, und wir müssen Aloe Vera finden, immer noch für mich, weil genau, ich regeneriere nicht mehr. Genau, bitte in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit Aloe Vera. Ich habe schon bisschen Erfahrung, auch dank euch jetzt bei The Forest, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wo es solche Heilmittel wie jetzt Aloe Vera gibt, also bitte du weißt ja, wie Aloe Vera aussieht. Ja, also bitte auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn wir es in dieser Folge nicht sehen. Wir nehmen natürlich wieder zwei Folgen auf, also quasi für Donnerstag und Samstag, also alles, was ihr in diese Folge schreibt, kann bis Samstag nicht umgesetzt werden, aber natürlich danach. Nur, dass ihr euch dahingegen wieder nicht wundert. Will ich immer dazu gesagt haben, sonst sieht man in den Kommentaren dann, warum nimmt ihr meine Tipps nicht an? Hä, ist Aloe Vera wirklich so selten? Weil ich... Ich weiß nicht, ob es so selten ist, aber ich weiß nicht, wo man es findet. Also das Ding vielleicht ist, vielleicht ist es gar nicht so selten, aber vielleicht findet man es nicht so einfach im Wald oder irgendwo. Du hast ja die Karte, ne? Du weißt gerade, wo wir hinlaufen, oder? Ja, natürlich. Alles klar. Ich habe irgendwas gehört. Ja, da oben, der, wo? Da, hier, der kommt auf den Weg. Ich sehe nicht. Der ist hoch zum Stein gelaufen. Ja, lass weg einfach. Lass weg. Machen wir Knochen. Ich bin die rennen auf uns zu, das ist so ein Fetter, du musst kommen. Wo? Ja, wir verlieren die, wenn ich jetzt da... Alter, was ist denn das? Das sind mehrere, renn weg! Ja, das sind drei oder so. Aber das ist ein Boss, viele. Das ist ein Boss, der ist richtig... Von dem kriegt will man, glaube ich, irgendwas. Ich hab voll wenig Leben. Ach stimmt, du bist wieder runtergefallen. Ich hab entweder die Hälfte oder weniger als die Hälfte. Ja, ich hab bloß Angst, dass die uns jetzt hinterher rennen, weil die können ja auch rennen. Also, wenn ihr nicht möchtet, Alter, ich habe gerade voll viel Schaden bekommen, dass wir die Karte benutzen, dann schreibt das auf jeden Fall. Hier ist auch so ein kleiner Teich, aber da will ich jetzt nicht hin. Können wir trinken, aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier will ich auch nicht hin. Hier ist aber eine schöne Stelle, da ist, aber das ist direkt am Loch. Ich habe Angst, wenn ich hier dann trinke, dann falle ich runter. Okay, dann... wir wissen auf jeden Fall, wo das jetzt ist, dann können wir nochmal hier zurückkommen, falls wir nicht finden, aber... Hier ist auf jeden Fall ein Fluss, hier können wir wahrscheinlich nicht trinken. Ach so, was hier, das haben wir letzte Folge übelst übersehen, ich glaube, weil es Nacht war. Da vorne, das ist anscheinend immer da, ist das Flugzeugcockpit und da ist eine Waffe drin. Das ist das zweite Flugzeug, da gibt es ein zweites Flugzeug, oder? Nein, das Cockpit. Cockpit. Ach, das Cockpit. Das Cockpit, nicht Pet. Genau. Warte mal kurz, ich bin nur ein bisschen weiter weg. Ja, wir waren da, wo die Krokodile uns angegriffen haben. Da waren wir. Das war cool. Vielleicht ist es auch noch nicht aufgefallen, also nur so zur Info.
wenn es wirklich richtig dunkel ist, eine längere Zeit lang, dann durch das Aufhellen. Also wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt nur 2 Sekunden oder 3 so dunkel ist, dann ist es okay, dann mache ich das nicht. Aber wenn es eine längere Zeit dunkel ist, dann... Alles klar. Junge, ihr Schweine, ihr habt uns hier gelassen, zurückgelassen. Hallo, lass mich, du blockst mich, hallo. Hey, hast du die Waffe eingesammelt? Ja. Hey, ich komm hier nicht mehr raus. Oh, ich will da jetzt ungern reingehen, okay, um das zu testen. Jetzt wird's aber scheiße, jetzt wird's langsam dunkel. Ja, komm. Hier ist der Ort, von dem ich dir erzählt habe. Von dem du mir erzählt hast. Okay. So, Leute, dann ist wieder Tag. Und es leckt ein bisschen. What the fuck war das jetzt? Hat kurz geruckelt. Du kannst ja die Pilze gut essen. Kann man die essen? Mhm. Okay. Dachte vielleicht. Leute, wir können die beide essen. Dachte vielleicht geht das in die Hose. Bin ja, ich dann vergiftet. Wenn du danach richtig fett kackst. Junge. Okay, dann lassen wir hier. Schau weiter. Mal, ob da jetzt Fische sind, vielleicht. Ja, das ist auch nicht weit vom Loch, ne? Das ist genau der Fluss da unten, ist der gesagt, wo du gesagt hast, du trinkst, dann fällst du runter. Ja, aber hier falle ich ja nicht runter. Denkst du, das sind die von dem Lager? Mag sein. Die stehen da oben, jetzt, ich habe Angst. Protect mich mal, ich guck ja, mal okay. Nach Fischen. Also hier sind auch keine Fische jetzt. Ah doch, hier sind Fische. Und bauen wir nicht da oben, aber die sind halt genau da jetzt, ne? Aber hier sind Fische. Da gehe ich ja. Ja, dann laufe ich halt immer hier hin, um Fische zu holen dann. Stimmt auch wieder. Weil Fische braucht man zwar nicht so oft, aber halt oft genug. Wollen wir jetzt bei denen vorbeilaufen? Ja, oder willst du nicht da hinten bauen, wo wir gerade waren? So, dann bauen wir natürlich hier was hin. Hier, gleich hier willst du das bauen. Ja, okay, ja, wir können mehrere Baumhäuser und Platten bauen. Ich find's nicht schlecht, weil dann kann man hier hoch und hat einen schönen Ausblick. Du wolltest ja eine schöne Gegend. Und ja. Außerdem habe ich ja gesagt, wir können eine Hängebrücke machen. Quasi dann hier zu dem Baum rüber. Oh, ja, über den Fluss vielleicht, ja. Das ist, oder vielleicht nach essen, unten. Essen. Obwohl, ich muss nochmal essen. Warte, ich komme, ich bin so low. Ich habe schon 2 gegessen jetzt irgendwie. Ich glaube, das Fleisch war nicht gut. Ach so, das darf man nicht so lange im Inventar behalten, oder? Kann das sein? Stimmt, das hat das Pascal hat ja geschrieben. Ja genau, dass es dann, man muss das irgendwie aufhängen. Dass es dann nicht mehr fresh ist, dass es dann... Ah, deswegen ist mir immer kurz übel. Alles klar. Wie ach ja, ich und, das jetzt kleiner Tipp von mir. Oh. Du hast mein Feuer zerstört. Ups. Und der Fisch ist weg. Scheiße. Das war mein einziges Essen. Ich wusste nicht, wie ich das da drauf packe. Also gut, wir haben jetzt ein Zuhause gefunden. Wir bauen jetzt hier das Baumhaus. Wir können tatsächlich, wenn es funktioniert, so eine Brücke nach unten machen, zu diesem Fluss quasi fast. Sicher, dass eine Brücke nach unten. Weiß ich nicht, aber von dem Baumhaus da unten halt nochmal eins hinmachen, an so einen unteren Baum. Und von hier dann nach unten, weil da muss man hier nicht immer runter, wenn es da unten Fische gibt oder so. Kann man dann von dem Baumhaus zum anderen und von da dann wieder runter. Ich muss mich jetzt um mein Essen kümmern, aber danach helfe ich dir natürlich. Mit dem letzten Stamm. Zack. Boots. Ich will als erster. Oh, wir gehen zusammen. Oh. Oh, schick. Ja, aber ich bin dann unter dir teleportiert schick. Worden. Schick. Schickes Ding, ja. Das ist cool. Da direkt mal abspeichern. Die Frage ist, wie wollen wir hier Brücken bauen? Da gibt es nicht mal einen Ausgang. Ja doch, wir machen hier. Nein, du hast Falsches gebaut. Nein, ich wollte das schon. Das passt, alles gut. Wir machen hier so eine Plattform. Dann können wir hier immer so auf die Plattform. Und dann rüber zu diesem unteren Baum. Ich hatte halt gleich eine Plattform gemacht.
Ja, ich wollte ja erstmal das Baumhaus jetzt fertig kriegen. Warte mal. Ah, oh, nein! Molux? Ich bin tot! Oh, ich komm. Ich bin. Ich sterb langsam. Ich komm. Ich kann nicht schnell kommen. Drücke E, um jetzt neu zu starten, scheiße. Komm. Du bist ich voll hab E gedrückt. Weg. Ich kann da nicht hinkommen. Lol, ich bin jetzt beim. Ich bin neu gestartet jetzt. Wie neu? Komplett neu. Ja, ich habe aus Versehen E gedrückt. Ja, warum drückst du denn E? These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere. Riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone. Never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Und sag mal, liebe Freunde, fertig. Jetzt probieren wir die. Aber wir können von hier auch die drauf. Konstruktion mal aus. Kann man bauen, dass die Brücke auch ja. zum Boden geht? Kann man. Aber dann kann man von hier gleich kann zum man Boden. Bauen, ja. Hatte mir auch vorgeschlagen, aber ich dachte, es wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn du jetzt hier noch eine Hitze zum Boden runter machst, dann ist geil. Okay, dann machen wir das. Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Die heutige Folge war sicherlich lang genug. Ich meine, die allerspannendste Folge war es vielleicht nicht. Ich speichere mal kurz ab. Denn wir haben halt viel, viel gebaut und das Bauen setze ich halt in Zeitraffer. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich viel geschafft. Und wir haben in Folge 3 unser Zuhause eingerichtet. Hier mit dem Baumhaus da unten. Wir haben so ein Wägelchen, wir haben hier für Fleisch, bla bla bla, alles drum und dran. Der Flo verhungert halb, deswegen holen wir uns jetzt was zu essen. Die nächste Folge nehmen wir direkt im Anschluss auf. Bitte nochmal
wenn ihr Vorschläge habt, in die Kommentare schreiben. Schaltet am Samstag wieder rein. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes. Feel like a title.